Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Mir ist gerade die Grafikkarte abgeschmiert. Toll, das passiert mir ziemlich häufig, aber ich habe sie eigentlich umgestellt. Komisch. Wir sind erst im Bonusraum. Und ja, da geht's vielleicht ein bisschen actionreicher zu. Wohl auch der Gegner uns. Doch, der macht einen Schaden. Oh ja. Der geht ab. Der geht ab. So, Oliver. Das war doof. Kann ich das nicht... Ach so, war der Gegner dann nicht. Kann nicht sein. Das ist aber ein Stab, ne? Das ist ein... Oder? Das ist ein Stab. Ist Rare Mace. Was ist denn mit dem Mace? Sieht aus wie... ein Stab? Oder eine Keule oder sowas? Was los? Text ist blöd. Das ist ja nicht geil. Oha! Ziemlich viel Gold. So was Frustrierendes. Weg. Das weg, das weg, das weg. Das weg. Level 18. Was sind wir von Level? Level 17. Ja. Dann würde ich sagen, geht's weiter. Das Pad. Der Begleiter. Den werden wir jetzt erstmal verkaufen schicken. In diesen Bonusräumen geht das nicht. Geh verkaufen. Your pet has departed. So, hier muss doch irgendwo der Mega-Boss sein, der Quest-Gegner. Aber wo? Da hat mir irgendwer Mana abgezogen. Die Mana ist low. Ja, da hat mir jemand Mana abgezogen. Das kann natürlich auch mal passieren, dass wir hier so Mana abgezogen bekommen.
Muss ich mit leben, weil ich jetzt keine Mana-Dinger mitnehme. My inventory is full. Aber man sieht ja, mit dem Schlag füllen wir ein bisschen Mana wieder auf. Das geht dann ziemlich schnell, ne? Das könnte der Boss, der Questgegner. Jetzt habe ich einen Trank benutzt. Scheiße. Nein, ist aber nicht. Ja, ich würde jetzt gerne irgendwie ein bisschen verkaufen. Oder zumindest. Ich kann ja ein bisschen hier. Schriftrollen identifizieren. Ah, schau mal an, da brauchen wir nicht nur Level 18, da brauchen wir auch Defense 33. Das ist natürlich scheiße. Geht die Zeit auch nicht weiter, wenn ich jetzt so... Guck ich mal. Ne, geht nicht. Okay. Was? Automap Use and Zoom in. Ja, hier kann man übrigens mit diesem Button oder mit A kann man verschiedene Map-Ansichten machen. Also hier gibt es nur drei Map-Ansichten. Einmal die Map oben, die Map so. Manchen gefällt, dass es die Map, dass man die Map so machen kann. Mir gefällt diese Ansicht allerdings nicht so. Die Map natürlich auch ganz ausschalten und die Map dann wieder einblenden. So, das ist eigentlich nicht die beste Ansicht. Kann die beiden Identifikationsschriftrollen verkaufen nochmal. Eigentlich ist das Crap, was ich hier mitnehme, eigentlich ist doch dumm. Ja, nichts. Oh, das könnte er vielleicht sein. Jupp. Nein. Ist er das nicht? Oder war er das? Nee, alles incomplete. Ja, incomplete. You have triggered a trap. Und der geht kaputt. Hey, hallo. Danke. Bullshit-Item. Können wir sie jetzt hier hinpacken? Den können wir hier rein platzieren. Your pet has departed. Stairs down. Aber das Dumme ist, hier steht ja. Flur 18. Wir müssen hier irgendwo noch einen Gegner übersehen haben. Bossgegner.
Das kann ich mir sonst anders nicht vorstellen. Ne, hier haben wir auch schon alles fertig. Hier sind noch mehrere Wege. Aber hier waren wir doch schon. Aber hier nicht. Das ist komisch. Weil entweder gibt es ja noch einen Floor 18, der Floor 18 heißt, oder der ist nicht ein Floor 18. Und oder die Quest buggt rum oder irgendwie ist es ganz komisch, weil der ist hier nicht, obwohl ich doch eigentlich fast überall oder überall war. Your pet has returned. Das gefällt mir nicht. Gefällt mir rein gar nicht. Na gut, dann müssen wir die Quest eben ignorieren. Ist halt so, können wir nichts machen. Huch, Hallöchen. Geht ja gleich schon gut los. Doch, nehmen wir mit. Dim dim. So, davon können wir nämlich auch mal ein paar verkaufen.
Alles schön. Naja. Identifikationsschutzrolle. Hey, ich nehme das auf, auch wenn das scheiße ist. Auch wenn ich schon vor ein paar Folgen eigentlich Crap-Items nicht mehr aufnehmen wollte, mache ich es trotzdem. Ich wollte eigentlich hier oben lang nochmal. Da oben. Jetzt können wir hier lang. I am under attack. You have gained fame. You have gained fame. Ja, nee. Ja, wir haben eigentlich eine Waffe. Slow Attack Speed zwar. Und die macht mehr Schaden, Physical Damage. Aber dadurch, dass wir zwar ein bisschen weniger Schaden machen mit unserer aktuellen Waffe, aber da wir einen Fast Attack oder ein Average Attack Speed haben, machen wir natürlich mehr Damage pro Sekunde. Und das ist eigentlich auch das Ziel. Pro Sekunde mehr Damage ist immer besser. Also können wir das verkaufen. Obwohl das eigentlich kein schlechtes Item ist. I'm under attack. Da 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 da. You have triggered a trap. Ja, glaubst du das? Nee. Mein Inventory ist voll. Jupp, da habe ich ja richtig geraten.